Hallo, ihr Tabletop-Spieler. Die Brett- und Kartenspieler lassen wir heute mal außen vor, denn wir haben hier ein reinrassiges Tabletop-Produkt, nämlich aus dem Hause Games Workshop, die aktuelle Warhammer 40k Indomitus-Box. Die Indomitus-Box, was ist das überhaupt? Im Prinzip handelt es sich dabei um eine Zwei-Spieler-Einstiegsbox, aber eine ziemlich fette Einstiegsbox. Die enthält nämlich alles, was zwei Spieler brauchen, um gegeneinander zu kämpfen mit der aktuellen 9. Edition von Warhammer 40k. So, hier seht ihr die Box, original verpackt, schönes Cover hier mit dem Space Marine vorne drauf und ich zeige euch jetzt mal kurz, was groß drin ist, bevor wir die Box dann aufmachen und uns die Details angucken. Zuerst mal haben wir mit am wichtigsten ein 368-seitiges Regelbuch, in dem wirklich alles drin ist, was ihr braucht, um zu spielen. Zusätzlich ein 24-seitiges Kampagnenheft. Da sind also viele Monate Spiel- und Bastelzeit dabei. Dann habt ihr 61 Zitadell-Miniaturen. Die gucken wir uns gleich mal an. Erfahrungsgemäß sind die wirklich sehr hochwertig. Davon 24 Space Marines und 37 Necrons. Ja, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir packen die Box an dieser Stelle einfach mal aus. So, hier seht ihr die schöne Box, original verpackt und eingeschweißt und die machen wir jetzt auf. So. Traditionell, die Warhammer-Boxen sind ja immer ein bisschen fester im Vergleich zu so Blood Bowl-Boxen oder Necromunda-Boxen. So, ist das auch schön was fürs Regal. So, der Moment ist gekommen. Wir öffnen den Deckel und guck mal da. So. Schöne Art. Und das war's, was ich erwartet habe. Ganz viele Sprays. Und die können wir vielleicht mal dann im Schnelldurchlauf uns gleich angucken. Da wird man wirklich wochenlang am Basteln und am Malen sein. Aber das ist ja auch ein Teil, ein wichtiger Teil von dem Hobby. Ich glaube, ich habe eine Menge von den Space Marine Figuren. Das heißt, ich werde wahrscheinlich bei der Space Marine Fraktion hängen bleiben. Das mache ich auch gerne und freiwillig. Und der Alex wird dann die Necrons spielen. Ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, wie schnell wir sowas hinkriegen, aber also extrem detailliert. Das ist genau das, was man von Games Workshop erwartet. Ich weiß, da gibt es verschiedene Diskussionen. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Für mich sind das die detailliertesten, qualitativ hochwertigsten Miniaturen auf dem Markt. Ja, ich weiß, da gibt es jetzt Leute, die wollen mich dafür grillen, aber ich stehe dazu. Ich bin kein Games Workshop Fanboy. Ich spiele überwiegend Brettspiele und spiele auch andere Tabletops wie Frostgrave oder Game of Thrones Infinity. Aber ich finde die einfach vom Detailgrad und von der Verarbeitung absolut unschlagbar. Was ihr hier alles bauen könnt. Ich glaube, ich mache aus und hole meinen Plastikkleber. Sehr schön. Extrem genial. Da ist also wirklich alles drin, was zwei Spieler brauchen, um ganz viel zu basteln. Guck mal hier mit der Standarte da. Sieht ja großartig aus hier. Sehr, sehr schön. So, und hier werden wahrscheinlich die Regelwerke sich verstecken. Das tun sie. Das ist das Kampagnenbuch am Rand der Stille. Gucken wir mal rein. Hier wird wahrscheinlich übrigens die Bastelanleitung sein. Ja, genau. Das ist gut. Die Bastelanleitung, ja. So, was ich richtig, richtig gut finde mittlerweile, ist, dass Games Workshop sehr detaillierte Bastelanleitungen liefert. Früher und auch bei vielen anderen Anbietern ist es heute noch so, dass man, vergleich mal zum Beispiel Kingdom Death, ne, das hat ja auch viele Einzelteile, Kingdom Death Monster, da musst du schon selbst kreativ werden fast oder aber im Internet nachgucken. Hier hast du die Bastelanleitung dabei und das hier, das ist das Kampagnenheft. Finde ich total cool. Freue
freue ich mich drauf, das durchzuspielen. Ja, Werte. Und das ist wirklich schwer. Das ist ja klasse. Abziehbilder übrigens für Schilder, Standarten, Waffen und so weiter. Also das ist der Hammer. Hardcover-Regelheft. Allein das hat natürlich schon echt heftigen Wert. Ich mache es jetzt vorsichtig auf. Das Skalpell hier. Sehr schönes Artwork. Gefällt mir extrem gut. Sieht super aus. Paar Seiten zeige ich euch mal. Mega. Hier. Das ist also wirklich, ihr seht, das ist auch für Einsteiger gedacht. Ich bin jetzt kein blutiger Anfänger. Gerade durch Necromunda, durch Warhammer Conquest habe ich da schon Berührungspunkte. Aber sieht für mich richtig gut aus, wo sie hier Step by Step einen ins Hobby holen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sage ich gleich noch ein paar Worte dazu. Am Ende des Videos. Das ist großartig. So, gucken wir uns mal die Seitenzahl an. Das ist also eine Menge. Haben wir hier was? Guck mal, hier hinten ist viel Artwork. Also über 350 Seiten. Ach, hier sind übrigens Missionen. So, druckfrisch. Gucken wir mal, ob wir was übersehen haben in der Box. Hier unter dem Inlay. Ja, klar, gut. Die Bases. Muss jeder selber wissen, ob er diese Standard-Bases verwendet oder ob er sich irgendwelche modellierten Bases kauft. So, muss ja auch nicht mehr unbedingt reingehen. So, an der Stelle tun wir nochmal rein. Regelbuch. Gute Verpackung, muss ich sagen. Brauche es aber auch für so ein schweres Buch. Also eine leichte Verpackung hätte es wahrscheinlich nicht getan an dieser Stelle. Kriegt man alles wieder recht gut rein. Hier Abdeckung. So. Das kann man euch nochmal im Schnelldurchlauf zeigen jetzt hier. Die Sprues, diese fliegen sonst einfach hier rum, deshalb lagern sie bitte mal da drin ordentlich. So, es geht hervorragend rein, wie ihr seht. Hier Abdeckung drauf. Deckel zu. Und so kann die Box erstmal die nächsten Tage bleiben, bis wir uns einen Zusammenbau machen. Und jetzt erzähle ich euch noch kurz, für wen die Box geeignet ist. Liebe Tabletopper, das ist die Warhammer 40k Indomitus Grundbox mit dem kompletten Hardcover-Regelwerk von der 9. Edition. So, ihr habt gesehen, tolle Box, extrem geniale Miniaturen, wie wir es die letzten Jahre von Games Workshop gewöhnt sind. Und ganz ehrlich, durch diese Easy-to-Build-Mechanik, ja, durch diese extrem passgenauen Teile, kommt da auch nichts anderes dran. Ja. Bei jedem anderen Produkt ist es fiddeliger, ist der Detailgrad ein niedrigerer, die sind weniger robust. Also hier habt ihr wirklich sehr wenig Arbeit, die zusammenzubauen. Ihr habt es sehr leicht, sie zu bemalen, denn das wisst ihr alle, wenn ihr schon im Tabletop-Hobby drin seid oder wenn ihr Figuren bemalt, je mehr Details da sind, desto leichter ist es, die Figuren zu bemalen. Für wen ist die Box was? Die Box ist auf jeden Fall etwas für Einsteiger, die mit dem Hobby anfangen wollen. Im Idealfall spielt der eine von euch, holt sie euch zu zweit. Ja, die wenigsten von uns brauchen zwei Armeen. Einer nimmt die Space Marines, der andere nimmt die Necrons und dann habt ihr monatelang Bemal- und Spielspaß. Wenn ihr beide Fraktionen haben, sammeln oder spielen wollt, dann super. Die Box kostet ungefähr 130 Euro, das heißt, es sind 65 Euro pro Kopf und ihr habt eine absolut spielfertige Armee mit allen dazugehörigen Regeln und mit Kampagne. Im Prinzip ein absolut fairer Preis. Günstiger kommt ihr an diese Vielfalt und Menge an Modellen nicht heran. Die einzigen von euch, die sich das. Es ist übrigens auch was für Fortgeschrittene, für Wiedereinsteiger, für Leute, die ihre Armee aufrüsten wollen. Ganz klar. Die einzigen, die vielleicht überlegen sollten, sich nur das Regelwerk zu kaufen, sind Spieler, die sich jetzt schon sicher sind, dass sie weder Space Marines noch Necrons spielen wollen. Ja, habt ihr irgendwelche Fragen zu der Box? Haben wir euch vielleicht bei der Kaufentscheidung geholfener?
Fragt, kommentiert gerne, aktiviert die Glocke und abonniert unseren Kanal. Dann verpasst ihr kein weiteres Unboxing, Review, Preview, Let's Play, was die nächsten Wochen und Monate bei uns auf dem Kanal kommt. Wir freuen uns über Rückmeldungen jeglicher Art. Bis dahin, euer Marcel von den Herren der Spiele. Macht's gut und viel Spaß beim Malen, Sammeln und Spielen.